Hallo, herzlich willkommen, Christian Freisleben, Fachhochschule St. Pölten. Ich darf den Tag der Lehre bei uns mitgestalten und der wird stattfinden am 17. Oktober hier bei uns in St. Pölten. Jetzt anmelden. Und wir haben hier bei uns unsere großartige Keynoterin, worüber ich mich sehr freue und ich darf Sie bitten, sich vorzustellen. Hallo auch von mir, ich bin Birgit Schierbar. Ich leite das Team Hochschuldidaktik im Zentrum für Lehrentwicklung der Technischen Hochschule Köln. Und freue mich natürlich sehr, dass ich die Keynote sprechen darf bei Ihnen in St. Pölten. Wunderbar. Wir sammeln ja Zutaten für unseren Assessment-Kuchen. Und uns wird sehr interessieren, was da Ihre Zutaten sind, die Sie da einbringen würden. Also als meine Zutaten habe ich mitgebracht einmal das Thema unhintergehbare Anforderungen. Das hört sich zunächst mal streng an. Vielleicht auch ist auch mit einer gewissen Schwere behaftet. Allerdings sind diese unhintergehbaren Forderungen für mich zentraler Teil von Prüfungskonstruktionen an Hochschulen. Und diese unhintergehbaren Anforderungen entwickeln sich aus den Anforderungen der Gesellschaft an die hochschulischen Fächer. Das ist das eine. Eine weitere Zutat ist Überforderung und Sicherheit. Das hört sich an wie ein Widerspruch, aber das ist eine Anforderung an die Beziehungsgestaltung der Lehrenden und Prüfenden mit ihren Studierenden. Und wie man diese beiden Kuchenstücke zusammenbekommt, also einmal die unhintergehbaren Anforderungen und dann die Überforderung mit gleichzeitiger Sicherheit, denke ich, bieten sich die Kriterien an, die alten klassischen Kriterien der Testtheorie, die da sind, Validität, Reliabilität, Fairness und Ökonomie. Was sich aber in der normalen Prüfungspraxis an Hochschulen zeigt, ist, dass diese vier Kriterien eigentlich so gut wie nie gleichzeitig berücksichtigt werden können, sondern es geht immer etwas über Bord. Entweder die Fairness oder die Validität oder die Reliabilität. Das heißt, es gibt Trostpunkte, es gibt Fleißsternchen. Und gleichzeitig klagen beide Seiten, Lehrende und Studierende, darüber, dass sie zum einen nur auf Auswendiglernen treffen, dass die Studierenden nicht motiviert seien. Und die Studierenden klagen darüber, dass sie gar nicht wissen, was sie in der Prüfung erwartet. Und über dieses Thema möchte ich gerne sprechen, indem ich die Unhintergehbarkeit noch einmal erkläre und Thesen anstelle, wie man tatsächlich über Unhintergehbarkeit, Überforderung, aber auch Sicherheit, die man den Studierenden gibt, anspruchsvolle, kompetenzorientierte Prüfungen schaffen kann. Ja, super spannend. Eine Frage, die ich oder eine These, die ich dabei immer stelle, ist, dass es unsere Aufgabe als Lehrende ist, weil ich bin ja selber auch Lehrender, immer wieder Studierende so dabei unterstützen, dass sie in Prüfungssituationen brillieren können. Wie erleben Sie diese Aufforderung oder Anforderung? Die Aufforderung oder auch Anforderung finde ich genau richtig. Der Weg dahin wäre, dass Studierende das gesamte Semester schon vor Augen haben, was sie in der Prüfung erwartet wird und dass sie sich darauf freuen, in der Prüfung ihre Performance zu bringen. Und das ist auch, ob das gelingt, ist auch abhängig von der Beziehungsgestaltung zwischen Lehrenden und Studierenden. Es ist davon abhängig, dass tatsächlich die Studierenden auch erfahren können, warum diese Prüfungsleistung, die im Studium, die im Semester geübt wird, auch schon vorweg mal auf demselben Niveau geübt wird, warum diese Leistung wichtig sein wird, wenn sie später als Absolventen in der Gesellschaft Wirkung entfalten wollen. Das heißt also, die Verknüpfung zwischen dem, was Gesellschaft von der Hochschule beziehungsweise von Absolventinnen und Absolventen erwartet, das Gefühl, nicht nur was gelernt zu haben, sondern auch zu wissen, wofür die Gesellschaft einen später braucht. Das kann sozusagen auch motivieren, sich auf diese geplanten Überforderungen, die ja Kompetenzentwicklung braucht, sich darauf mit einiger Spannung und Freude einzulassen, aber auch mit Vertrauen darauf, dass die Mühen sich lohnen, die man in wissenschaftliche Bildung stecken muss.
Sie haben gesagt, Anforderungen der Gesellschaft, und ich merke, dass da viele Lehrende sehr schnell denken an den Arbeitsmarkt und ob ich da auch fit genug bin. Gleichzeitig angesichts der Klimastreikwoche vom 20. bis zum 27. September, Weltklimastreikwoche, frage ich mich, ob Anforderungen der Gesellschaft nicht auch genau diesen wichtigen Bereich, eben zum Beispiel der Sustainable Development Goals, betreffen. Selbstverständlich, natürlich. Und also das ist ja ein Querschnittsthema, das sich tatsächlich durch alle hochschulischen Fächer ziehen kann. Und gesellschaftliche Anforderungen meine ich in diesem Sinne auch so, dass die derzeitige, mit Ihrem Beispiel gesprochen, die derzeitige Praxis des Umgangs mit der Umwelt oder auch des Umgangs mit Ressourcen, dass diese Praxis überholt ist. Und es gibt zwar Ideen, wie man es anders machen könnte, und es gibt auch schon Ansätze dafür, aber der Klimawandel holt uns immer schneller ein. Und das ist sozusagen nicht nur ein Thema fürs Chemiestudium oder Ähnliches, sondern es ist auch ein Thema für die Querschnittskompetenzen, die in jedem Studium vorkommen müssten, dass man sozusagen verantwortungsvoll, angemessen, auch immer unter Berücksichtigung aller Beteiligten Perspektiven sucht, die dann auch für alle die Praxis verbessern helfen. Mhm. Ich möchte was von vorher aufgreifen, was aber für mich mit diesem Thema, das wir gerade besprechen, zusammenhängt, nämlich so dieses Thema Angst vor Prüfungen. Und so diese Versagensangst, die ja auch gefüttert wird von einschlägigen Erlebnissen, die Lernende zum Beispiel aus der Schulzeit oder auch aus anderen Hochschul- oder Ausbildungskontexten mitbringt. Also so diese Angst, da gibt es jemanden, der mich anschaut und beurteilt, ob das, was ich tue und sage, gut und richtig ist, und wie kann ich dem genügen? Wie erleben Sie diese Thematik? Das Thema zieht sich durch viele, viele Generationen von Studierenden. Auch heute noch ist es auf jeden Fall Fakt, dass das so erlebt wird. Manche erleben es womöglich anders, aber die Asymmetrie zwischen Lehrenden und Studierenden, die ja in der Struktur der Beziehung gegeben ist und auch nicht weggeht, wenn man sehr freundlich miteinander umgeht und sehr fair, die Asymmetrie bleibt und die bestimmt auch die Interaktion zwischen Prüfenden und Studierenden. Aber, und das ist ein sehr altes Postulat von Martin Buber, der ja über die Erziehung geschrieben hat, pädagogisch Handelnde, und ich nenne jetzt mal Lehrende an Hochschulen pädagogisch Handelnde, haben die Aufgabe, diese Abhängigkeit zu mildern durch eine Interaktionsart und Weise, die in der Asymmetrie Augenhöhe ermöglicht. Das hört sich jetzt auch an, als ob das nicht geht. Aber Sie kennen das, man kann durch strukturierte und methodisch regulierte Interaktionsgestaltung tatsächlich Angst nehmen oder Angst machen. Also wenn man es schlecht macht, macht man Angst. Und wenn man es gut macht und bewusst macht und nach bestimmten Kriterien, dann kann man die Angst nehmen. Und wenn Studierende das gesamte Semester vorher, vor der Prüfung schon klar war, dass diese und jene Meilensteine zu schaffen sind, dass man sich, wenn man sich da aktiv beteiligt, auch immer näher an den Prüfungserfolg gerät, dann gehen die Studierenden eigentlich mit Ruhe und Freude in die Prüfung und sagen sich, alles klar, ich habe das ja das ganze Semester über üben können, ich habe Feedback bekommen, ich hatte Austausch, ich konnte Fehler machen und darüber diskutieren, wie ich die unterlassen kann beim nächsten Mal, etc., etc. Und so ist das Prüfen auch ohne die Lehre davor und ohne das Lernen davor natürlich nicht zu denken. Aber das wissen wir ja alle, seitdem wir Constructive Alignment kennen. Genau. Mit diesem schönen Aufruf an uns Lehrenden danke ich mich für das Gespräch und freue mich schon sehr auf den Tag der Lehre am 17. Oktober hier bei uns an der Fachhochschule St. Pölten. Bis dahin, alles Gute.